fällt mir ein, dass das nicht mehr möglich ist. Wir haben schon früher Leute verloren. Es ist nie einfach. Manche von ihnen bleiben nicht als eine aufgeblasene Version ihrer selbst zurück. Tony und Strange müssen wirklich eine Art magische, gefallenen Steuerung Z-Taste finden, und zwar... Uns entgeht etwas, Hunter. Und das Frustrierende ist, dass es direkt vor unseren Augen passiert. Wo? Das Sanktum ist voll mit Hydra. Zu viele von ihnen. Es braucht nicht viele Wachen, um das Gebäude zu sichern. Die Frage ist also, was machen sie noch da drin? Selbst ohne zu sehen, was dort vor sich geht, weiß ich, es ist schlimm. Strange Sanctum ist zu kostbar für meine Mutter, um es herumstehen zu lassen. Ich könnte ewig spekulieren, was genau dort drin vor sich geht. Wir brauchen Beweise. Und dafür brauchen wir die Probe von Venom. Wir müssen an dieser Barriere vorbei. Die Liste unserer Probleme wird stetig länger. Nun, wir sind nicht wegen der einfachen Sachen hier. Dr. Strange will nochmal mit mir reden. Aber ich habe das nicht gerade schon gesehen, als ich bei dem war. Hallo, süßes Mädchen. Tony hat dir sein neues Spielzeug gezeigt? Hat er. Er liebt seine Spielzeuge so sehr. Ich glaube nicht, dass er darüber nachgedacht hat, wer sich nah genug an Venom heranwagt, um es einzusetzen. Wer immer es tut, würde sein Leben für mich riskieren. Das ist eine schwere Bürde. Ich weiß nicht, wer sich dafür melden würde. Ist es dir nicht aufgefallen? In der Abtei wimmelt es nur so von Leuten, die ihr Leben für einen Kollegen riskieren würden. Es geht nicht darum, einen Freiwilligen zu finden, sondern darum, die optimale Wahl zu treffen. Das eruieren wir später, aber wir müssen bald eine Entscheidung fällen. Die Zeit drängt. Aber dir ist das wohl am meisten bewusst. Wir sprechen bald wieder. Das war ja, Klingsturm lassen wir ja drin. Achso, mindestens ein Skill erforderlich, okay. Dann nimm Wut. Nimm Schützenangriff raus. Dann nehmen wir noch eine Angriffskarte. Das ist gnadenlos auch besser. Wobei, okay, dann habe ich keine Fähigkeit bei ihm, die dazu führt, dass ich noch eine Aktion eine weitere habe, aber das ist schon okay. Das habe ich von Cap bekommen, das Outfit.
So, hier sind wir wieder richtig. Nur wir sind verwundet. Okay. Dann rein in die Kampftherapie mit dir. Ich bin bereit, wenn du es... Caretaker hätte mir zumindest einen Stuhl lassen können. Ich überlege gerade... Das Maximale wird zurzeit ja 13. So ein bisschen pushen, das ist schon knapp gewesen, die Mission vorhin. Weil einfach die Helden vielleicht ein bisschen zu niedriges Level haben, ich weiß nicht. Beeindruckt mich herzlich wenig. So, einen von denen müssen wir mitnehmen, damit wir die Aktion zurückbekommen. Wegen Freaks wie denen haben Leute wie wir einen schlechten Ruf. Ich weiß, ob die Karten von Blade zurzeit gut sind, viele Gegner auf einmal zu töten. Klingt, als würden sie einfach ihre Mama vermissen. Shit. Seht gut zu. Und ich dachte, mein Ding wäre hässlich. Hm.
Das Spiel ist nicht wie XCOM, ist von den XCOM-Machern zwar. Aber es ist halt anders aufgebaut. Diese Fanatiker sind alle gleich. So, 10% Chance. So, damit löse ich die Blutung auf. Wobei, der hat doch gar keine Blutung. Wenig. Den triffst du nicht. Los geht's. Es ist taktisch so gut wie XCOM, es hat einen anderen Anspruch. Ich fand XCOM ist ab einem gewissen Grad dann zu leicht, weil es gibt halt kein, wie soll man sagen, keine Nachteile mehr, beziehungsweise es gibt keine Trefferchance mehr. Du musst halt wirklich durchplanen. Was dein nächster Zug ist. Da besteht gerade das Herausforderungsding hier nicht gut. Weil da ist nur um Helden zu verstärken, beziehungsweise sowas wie ein Training. Bin dabei. Das Spiel hat einen automatisch steigenden Schwierigkeitsgrad. Das Spiel fragt dich danach, ob du im Schwierigkeitsgrad hochgehen willst, wenn das Spiel merkt, dass du keine Probleme hast. Das ist okay so. Als würden sie einfach ihre Mama vermissen. Und schwerer ist immer, ja. Warum sollte ein Spiel jetzt plötzlich schwerer sein? Ach, es steht nicht nagend aneinander. Den nochmal bluten zu lassen bringt mir nichts, da fehlt es mir an Aktion gerade. Wer kommt als nächstes?
Ja, wir machen jetzt bei dem den Sensenmann. Und den anderen machen wir dann mit dem... mit dem Block kaputt. Zu deiner Mutter. Dann ist die Welle durch. Die Mutter. Das habe ich gebraucht. Kann ich die doppeln? Das werde ich zum Nutzen wissen. Ah ne, es bleibt auch zweimal stehen. So, hätte jetzt einen Gegner übersehen, wäre doof gewesen, aber... Hydra weiß einfach nicht, wann man aufhören muss. Habe ich nicht, alles gut. Sie haben Angst. Jetzt muss ich es zu Ende bringen. Wer kommt als nächstes? Haben Leute wie wir einen schlechten Ruf. Genug ist gut. Grüß die Mutter von mir in der Hölle. Und ich dachte, mein Ding wäre hässlich. Nächste Sensenmann-Karte. Ich stehe noch in meiner Blüte. Sieht gut so. Nicht blinzeln. Aber jetzt, wo Blade ein bisschen aufgedreht hat. Läuft das ja ganz gut. Fanatiker sind alle gleich. Klingt, als würden sie einfach ihre Mama vermissen. Letzte Welle. Wegen Freaks wie denen haben Leute wie hier einen schlechten Ruf. Und benutzt direkt nochmal Lass sie bluten. Jetzt kommt die Pumpe ins Laufen. Wo ist meine Nachzugkarte? Dann stell dich... hier hin. Dann zeig mal, was du kannst. Wird auch Zeit. Zu deiner Mutter.
Also, was nun? Sensenmann ist genug Power. Und ich dachte, Manthing wäre hässlich. Und die Mutter. Das dürfte die Sache interessant machen. Sensenmann. Ach, mit dem Blutung verbrauchen, das ist echt so eine mächtige Geschichte. Zu deiner Mutter. Nächsten zerfetzt. Noch eine Aktion. Das ist scheiße. Da hört noch zwei. Ja, ist eh letzte Runde, aber es bleibt wieder auf einen übrig. Diese Fanatiker sind alle gleich. Ich habe keine Karte, die genug Schaden macht, um den auszuschalten jetzt in der Runde. Geschubst habe ich die Runde auch schon. Tja. So ist das dann halt. Wegen Freaks wie denen haben Leute wie wir einen schlechten Ruf. Du, was ist das so? Jetzt kommt die Pumpe ins Laufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schild ich inzwischen habe. Durch eine Karte habe ich immer wieder Blockwert dazu bekommen. Sein Level abbekommen. Ich habe eh keine Schlüssel mehr. Schade.
Na, was ist denn mit dem Schild hier hinten mal? Sonst würde Atum es mir zeigen. Man kann das Portal am Tag einmal nutzen, je hält. Das ist korrekt, aber es ist halt wirklich, jedes Mal dann 20 Minuten Gegner zu verprügeln. Oder 10 Minuten. Ist halt jetzt nicht so spannend. Dann haben wir die Story in 10 Jahren noch nicht durch. Spidey, du bist so stark. Die Kreatur. Und so ziemlich Hydras ganze Offensive. Stehlen zweifellos noch mehr unbezahlbare und nebenbei bemerkt extrem mächtige Artefakte, die aus dem Sanktum stammen? Eher nicht. Sie befestigen eine Stellung. Hier. Du hast recht. Wir kommen nie nah genug ran für eine Symbiontenprobe. Nie würde ich nicht sagen. Ein Problem? Kein Problem! Wow, dein Spinnensinn hat echt enorme Reichweite, Kleiner. Oder meine SMS-Kammer. Egal wie, ich bin euer Mann. Na komm schon, ich hab ne Idee! Niemand? Das hätte ich wohl vor dem Spiegel üben sollen. Sorry, Kid. Den Ausflug kann ich nicht riskieren. Klar. Weil du so viel Erfahrung im Kampf gegen Venom hast. Für sein Alter scheint Spider-Man doch recht clever zu sein. Im Kampf, nicht als Redner. Wir mischen uns auch nicht ein, wenn der Mandarin in der Stadt ist. Okay, gut. Verstehe. Was ist der Plan, Klein... Spider-Man. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Blade mit. Deck bestätigen. Bam, 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 beste Team. Hör mal, ich bin kein Kontrollfreak. Falls du irgendwelche guten Ideen hast. Meine einzige Idee ist nicht zu sterben. Die ist gut. Wir denken synchron. Ja. Wenn man ihre Vorgeschichte bedenkt, kann man Spider-Mans Plan wohl vertrauen. Was kann schlimmstenfalls schon passieren? Wobei, nein. Bitte lieber nicht antworten. Gern geschehen. Das ist echt der Nachladescreen eigentlich, dass die in diesem Portal-Ding sind. Und dann hast du trotzdem Ladescreen. Und dann Crisscross. Crossbones. Dann Eddie. Und ein ganz großes... Was ist das? Was es auch ist. Sie haben eine komplette Armee, um es zu beschützen. Aha. Sorry, müsste meinen Plan doch nochmal ganz schnell nachjustieren. Ah ja. Der Plan. Wie lautet er? Gut. Also, bleibt zurück. Erwartet mein Signal. So viel Zeit verschwendet.
Gamma-Energie zu unterdrücken, anstatt sie zu nutzen. Oh, wenn Mutter sieht, was ich erreicht habe. Was läuft da? Fresst sein Hirn. Signal, Signal, das war das Signal! Der übliche Spider-Man-Scheiß. Ich zähl wieder auf dich, altes Haus. 3, 2, 1. Kommt nicht. Das hat sonst immer geklappt. Naja, einmal zumindest. Repariere die Kirchenglocke, um den gefallenen Venom zu besiegen. Gefallener Venom hat auf dieser Mission unendlich viel Leben. Um den gefallenen Venom zu besiegen, spiele Kirchenglocke reparieren, während der gefallene Venom am Boden ist. Die Helden-Mutkosten für Kirchenglocke reparieren werden immer dann verringert, wenn der gefallene Venom sich erholt. Etwas für Schwache. Das hört sich nicht einfach an, aber schöne Schlachtkarte. Ich finde, die haben sich echt Mühe gegeben, auch von der Story und den Umgebungen. Ah, eher Plan 1.5, würde ich sagen. Ich wette, diese kleineren Glocken vibrieren mit einer ähnlichen Frequenz wie ihr großer Bruder. Nicht perfekt, aber vielleicht verschaffen sie mir genug Zeit, um die Probe zu nehmen. Wir haben deine Probe direkt hier, Spinnchen. Yep. Voll reingefallen. Pack etwas Eis drauf, dann fühlst du dich besser. Hol ich mir. Und weiter geht's. Ja, die Karte muss nochmal wiederkommen.
Guter Zeitpunkt. Ich fühle mich jeden Tag mehr wie ich selbst. Nicht so früh angreifen sollen. Venom. Ich sag immer Venom. Ich weiß, mein Grüß. Das war ein großer Fehler. Greift alle Blade an. Los geht's. Das war ja was. Nehmen wir dich mal raus. Schmerz wäre erträglich, wenn er nur die Klappe halten würde. Macht er weniger Schaden als der von Hydra, ey. Alles armieren und auf Verstärkung warten. Wir werden uns immer an diesen Ort erinnern, Spider-Man. Denk daran, was du uns hier angetan hast. Ja, ist doch schön. Die sind vorbei. Das hier wird dein Grab. Okay, er will nicht mehr mein Gehirn essen, sondern mich nur noch begraben. Das ist ein Fortschritt, oder? Verpass ihn bitte einfach eins mit den Glocken. Haben wir mal eben nicht. Einen neuen Job. Oh, Stufe 14. Ich kann keinen Hydra stehen lassen. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Dieses Ding nicht unterschätzen. Stärker als seine Fäuste ist nur sein Atem. Ja, witzig, wie wenig Schaden er macht, Mann, mehr Hydras während, im Anmarsch. Ja, die Handlanger alle viel mehr Schaden machen. Du hast jetzt Blutung. Wir haben uns nach
diesem Augenblick gesehnt, Spinnchen. Dich an diesem elenden Ort zu zerquetschen. Wenn du beseitigt bist, machen wir uns an deinen neuen Heldenfreunden. Und dann verschlingen wir deine geliebte Mary Jane. Hey Eddie, ich weiß, es redet nur Lilith durch dich oder so, aber halt die Klappe! Du bist zu schwach, um hier zu dienen. Der braucht einmal eine Blutung. Wird auch Zeit. Jetzt aber, wenn er down geht, ist er die Glockenoperatur billiger. Theoretisch können die auch Heldenmut einfach auf 10 irgendwie hochpushen. Aber das ist ja auch nichts in der Sache. Machen wir die Karte also ein bisschen billiger. Ich dachte, die Karte soll 2 billiger werden. Vergessen. Noch mehr warme Körper. Eddie, sei nicht so schlecht drauf. Dein Netz ist zerrissen, Spinnchen. Deine Falle hat versagt. Er könnte recht haben. Diese Probe ist nicht dein Leben wert, Mann. Wir finden einen anderen. Sag das Tante May, Mary Jane, Harry, Flash, Felicia, Otto und ungefähr 9 Millionen anderen New Yorkern, die wir zu retten versuchen. Wenn wir mit dieser Probe verhindern können, dass deine Mutter diese Stadt zerstört, lohnt sich das Risiko. Verschaff mir einfach etwas Zeit. Ah, auf 7 runter. Ach komm, versuch es. Ist wahrscheinlich besser, wenn du unten bleibst. Nee, Berserker ist jetzt ganz schlecht. Weil er greift nämlich die Einheiten dann. Also, der greift uns dann an. Versuch einfach. Und nicht Verbündete, wie man vielleicht denken würde in dem Moment. Sieht gut so. So, Symbionten haut wieder weg. HP hast du noch. Ja,
du wirst nicht unsichtbar dadurch, aber... Das tut weh. Kriegst wenigstens Heldenmut dazu. Winzigen Knochen zerbrechen. Einen Augenblick. Wenden wird das nicht. Das ist, als würde man im Boden besessenen Kaugummi festkleben. Arbeiter bringt sich in Position. Wir können nicht ewig so weitermachen. Glaubt ihr wirklich, eure jämmerliche Glocke aus Zinn und Kupfer kann der Macht der Mitternachtssonne trotzen? Vergiss nicht Arsen, Blei, Zink und Silber. Schulausflug zur Liberty Bell in der 7. Klasse. Befreie mal kurz unseren kleinen Vampir. Unseren Daywalker. Das hast du verdient. Berserker-Karte hätten wir sparen können. Find die glaube ich, ich finde das eigentlich ein bisschen nutzlos. Die nächsten beiden Angriffe auf Ziel in seiner Nähe. Gefallen. Schaden. Sie sind fast da. Position halten. Ich fand's besser als Aliens plus kleine grüne Männchen waren. Vier Kirchenglocken. Bei mir ist minimales Delay beim Sprechen. Muss ich überprüfen. Heute waren so andere Probleme auch beim Aufnahmerechner. Jetzt weiß ich, warum ich in New York noch nie einem Vampir begegnet bin. Also ich muss Wienem auch noch einmal auf den Boden schlagen, damit ich die Glocke einsetzen kann. Immer eben Vampir-Essenz. Damit wir HP auffüllen können. Deine Mutter verlässt dich. Das wird eine große Hilfe sein. Thank you.
Es ist Zeit. So, wenigstens ein bisschen Schaden. So bist du also in den Geschichtsbüchern gelandet. Das gilt nicht als Dunkelkarte, ne? Ich dachte, das wäre eine Dunkelkarte. Die will ich auch nicht. Wir sind zu stark für dich. Bei den Göttern, was für eine Kreatur bist du? Dauert das nicht normalerweise eine Runde Aufladung, bis der es ausführt? Wieso futterst du nicht einfach einen Hotdog-Stand oder so? Wieso müssen es immer Organe sein? Jetzt kommt die Pumpe ins Laufen. Ich hatte gehofft, dass der dass ich einen Kettenangriff bekomme. Nur Zusatzschaden, wenn das Ziel betäubt ist. Ich bin ach, scheiße. Ah, dann führt das ja direkt aus. Schmerz macht uns nur hungrig. Ja, mein Fehler. Komm schon, Eddie! Widerlich! Spüre meinen Ruf. Gut, dass du noch stehst. Beta bringt sich in Position. Willst du jetzt helfen oder was? Nimm die eben raus, die beiden. Rieche Frischfleisch. Los geht's. Du bist hier fertig. Ja, die eine kann gerade nicht agieren, also
Holen wir dich mal eben raus. Oh, ich glaube, scheiße, habe ich jetzt eine Karte genommen, die wofür ich Mut gebraucht habe? Ne, wofür ich Heldenmut gebraucht habe, ich bin mir nicht sicher. Ne, die hat Heldenmut erzeugt, alles klar. Dann los, Kirchenglocken reparieren. Gefällt, Eddie. Es geht bestimmt noch besser. Wie wär's denn mit einem kleinen Smasher? Ist das nicht mehr angesagt? Finden wir es raus. Das könnte jetzt ganz kurz wehtun. Das ist aber völlig normal. Oh, völlig normal. Was war denn das? Nur eine Kleinigkeit, ich nenne es den Plan. Ja, komm. Machen wir es noch schwieriger. Meine Glocken läuten immer. Vor allem beim Tanzen. Verbrauche sämtlichen Heldenmut, um allen Gegnern in einem Gebiet Schaden zuzufügen. 33 für jeden Heldenmut. Fury hat bereits zwei Teams auf Venom angesetzt. Er sollte vielleicht noch zwei oder drei mehr losschicken. Du hast eine Kirche auf ihn fallen lassen. Der geht nirgendwo mehr hin. Parker? Oh. Den Gesichtsausdruck kenne ich. Glückwunsch. Gute Arbeit. Hey, danke, Leute. Das werde ich bis in alle Ewigkeit nie vergessen. Und eine Ewigkeit brauche ich wohl auch, um die Reparatur für die Kirche zu bezahlen. Oh. Keine Sorgen. Wir haben ja zum Glück ein Milliardär im Haus. Ja, wenigstens ist Darks Kreditkarte für was gut. Ach, diese Kids. Reizend. Ein guter Plan, Peter. Meisterhaft ausgeführt. Der verrückteste Plan, der mir je untergekommen ist und sogar funktioniert hat. Ja, und jetzt müssen wir die Probe, die er genommen hat, nutzen. Wir? Okay, Leute. Ich weiß, dass ihr alle was Wichtigeres zu tun habt, als mich anzufeuern. Gehen wir die Welt retten. Ach, und wenn das zufällig jemand mitgeschnitten hat, schickt mir das Material. Nur zu Trainingszwecken, versteht sich. Hunter hat die Dunkelheit in sich akzeptiert und dadurch eine neue legendäre Fähigkeit freigeschaltet. Auslöschung. Setze Auslöschung ein, um im Kampf verheerenden Flächenschaden zu verursachen. Sammle weite Dunkelpunkte, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Und er würde trotzdem weitermachen. Wir sehen ihn bestimmt wieder.